Moin moin, diesmal soll es um das Thema Sicherungen gehen und wir starten mit einem kleinen Experiment. Welch verheerende Folgen ein Kurzschluss haben kann, das möchte ich euch hier mal in diesem kleinen Experiment zeigen. Ich gebe zu, dass dieser Draht hier nicht sonderlich dick ist, aber auch meine Spannungsquelle ist nicht sonderlich leistungsstark, weshalb das Ganze das schon wieder ausgleicht. Ich gebe jetzt hier mal Spannung drauf. Und das ist hier einfach ein Stück Klopapierstreifen. Und wie man sieht, es beginnt hier sofort wegzubrennen. Und das, was jetzt hier so wegkokelt, man sieht auch, wie stark der Draht hier schon glüht. Das kann sich im dummen Fall bis hin zu einem kompletten Hausbrand entwickeln. Daher, hier muss eine Sicherung her, die so einen Kurzschluss erkennt und dann entsprechend auslöst und so einen möglichen Brandherd vermeidet. Wie sehen jetzt solche Sicherungen aus? Nein, nicht wirklich. Damit tut man ein komplettes Haus absichern. Nein, damit auch nicht wirklich. Das benutzt man in der Unterverteilung. Nein, nein. Nein, immer noch nicht. Das gehört in den Sicherungskasten rein. Ja, genau so könnte eine potenzielle Sicherung aussehen. Das hier ist ein schönes Beispiel für eine Feinsicherung. 5 mm mal 20 mm, also 5 mm im Durchmesser, 20 mm lang. Eine typische deutsche Feinsicherung, in der Regel für unter 10 Cent zu bekommen. Und ein weiterer großer Vorteil ist, sie sind in der Handhabung sehr einfach. Sie werden in einen Sicherungshalter reingeklipst und müssen nicht gelötet werden. Das heißt, wenn mal eine Sicherung durchbrennt, ist sie einfach zu tauschen. Neben den Sicherungshaltern zum Reinklipsen gibt es auch noch edlere und vor allem teurere Varianten. Gerade dann, wenn man irgendwie das Ganze in ein Gehäuse bauen möchte und die Sicherungen sollen von außen zugänglich sein. Das ist jedem selber überlassen, wie er das durchführen möchte. Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn man diese einfachen Clipsicherungen nimmt. Die kann man prima nebeneinander aufreihen, wo ordentlich draufschrauben und dann in einem entsprechend dafür zugelassenen Gehäuse verbauen, passend beschriften und man mit lange Freude an diesem Aufbau haben. Wichtig dabei ist noch, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass das Gehäuse, wo man das einbaut, groß genug ist, um das Ganze auch noch erweitern zu können. Dazu kommt, dass eine Schmelzsicherung deutlich einfacher vom Wert her auszutauschen ist als eine elektronische Sicherung. Das heißt, hat man zum Beispiel eine Erweiterung auf der Anlage, kein Problem. Man möchte es an Stromkreis A anschließen. Die dortige Sicherung überprüft man, mit was für einem Strombedarf es aktuell zu rechnen. Guckt, was kommt hinzu, nimmt die passende Sicherung. Das heißt zum Beispiel, vorher waren es 90 mA, man hat sie mit 100 mA abgesichert oder 200. Kein Problem. Das kommen nochmal, sagen wir mal, 100 mA dazu. Dann nimmt man halt einfach die nächstgrößere Sicherung. Darauf aufpassen muss man allerdings, dass man nicht die Sicherung zu groß dimensioniert im Verhältnis zum dünnsten Leitungsquerschnitt, der hinten dran verwendet wird. Weil die Sicherung soll ja auslösen und keinen Kabelbrand bei einem Kurzschluss erzeugen. Schauen wir uns so eine Feinsicherung einmal an. Da haben wir hier im oberen Teil, ich hoffe, man kann es halbwegs gut lesen, erstmal ein F stehen. F steht für flink. Und dann 0,5. Das heißt, diese Sicherung hier ist eine flinke Sicherung mit 0,5 Ampere. Im Vergleich dazu haben wir hier ebenfalls F für flink und 3, also 3 Ampere. Diese Sicherung hier hätte bei dem kleinen Experiment eben nicht einmal ausgelöst. Schaut man sich diese hier an, so finden wir wieder ein F und eine 400. Das bedeutet nicht, dass diese Sicherung 400 Ampere kann, sondern 400 Milliampere, also 0,4 Ampere. Bei dieser Sicherung hier mit 200 Milliampere ist sogar tatsächlich ein Milliampere mit angegeben, im Gegensatz zu der eben, wo nur tatsächlich die 400 stand. Wie einfach eine Sicherung eingebunden werden kann, das sehen wir jetzt hier auf diesem Bild.
Auf der linken Seite sehen wir die Stromquelle, zum Beispiel ein entsprechender Eisenbahntransformator mit oder ohne vorgeschalteter Elektronik wie Gleichrichter und Co. Dazu gibt es ja bereits ein anderes Video. Und wir haben auf der rechten Seite die Last. Wie üblich haben wir zwei Leitungen. Entweder, wenn es Wechselspannung ist, die obere und untere identisch Wechselspannung. Oder bei Gleichspannung oben Plus und Minus, wie jetzt hier dargestellt. Die Sicherung ist jetzt einfach in einem der beiden Stromkreise, in dem Fall in dem oberen, seriell dazugeschaltet. Strom kann man sich vorstellen wie einen kleinen Wasserkreislauf. Oben beginnt das Wasser zu fließen, fließt durch die Sicherung hindurch, dann rechts durch die einzelnen Verbraucher hindurch, kommt wieder unten zusammen und fließt zurück zum Transformator. Wäre das zum Beispiel ein System aus Edelstahlrohren und die Sicherung wäre zum Beispiel ein Gartenschlauch, ein sehr dünner, wird der Druck zu groß, quasi der Strom, der durch die Leitung durchfließt, beziehungsweise durch die Sicherung zu groß, schmilzt sie. In dem Fall, der Wasserkreislauf würde repräsentieren durch den Wasserdruck, würde es zerplatzen. Damit wäre der Wasserkreislauf unterbrochen und die Verbraucher sind aus. Hierbei merkt man allerdings schon, dass der Vergleich mit dem Wasser nicht immer funktioniert. Hier in dem Fall würde das Wasser einfach bei der Sicherung rausspritzen. Strom spritzt nicht einfach irgendwo raus. Das heißt, hier müsste man sich die Sicherung eher wie so eine Art Kugelhahn oder sowas vorstellen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass die Sicherung seriell in eine der Leitungen mit eingeschleust wird, so wie hier dargestellt. Und dann ist sie auch passend angeschlossen und schützt den dahinter liegenden Kabelweg. Ich hoffe, dass der Anfang vom Video euch nicht allzu sehr abgeschreckt hat von dem Thema Elektronik. Aber wie man sehen kann, es kann sehr schnell auch zu einem Unfall kommen, wenn man gewisse Regeln nicht befolgt. So, das war's mit diesem Thema. Jetzt noch die üblichen Worte. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann nochmal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!